Es wird geflucht. Nein, verf***sches. Oh, leck mich doch am Ach, mich doch. Das Selbstmoderator Elton Buff. Das waren bis jetzt in Anführungszeichen die Schlimmsten. Also die Männer haben nicht so viel geflucht. Willst du mich ver***, du Sau? Es wird diskutiert. Ich habe manchmal auch gedrückt, als du gedrückt hast und dachte auch, ich war schneller als du. Und bis zum Umfallen gekämpft. Und sie kümen und schnupsa. Oh Gott, weggerutscht. Ich hoffe, da ist nichts passiert. Topmodel Lena Gerke tritt an gegen Sängerin Lena Meyer-Landrut. Siegertypen sind sie beide. Lena Gerke gewinnt die erste Staffel Germany's Next Topmodel. Lena Meyer-Landrut holt nach 28 Jahren Pleite für Deutschland den ESC-Pokal nach Hause. Geballte Frauenpower also gestern Abend bei Schlag den Star. Es ist nicht nur das schönste Duell ever, sondern auch das längste. Bis 2.10 Uhr dauert das Lena-Battle ganze 6 Stunden Rekordlänge. Die Zuschauer sind sich einig, woran das liegen könnte. Also langsam sollte das Spiel verstanden sein. Begriffsstutzigkeit hat eine neue Dimension erreicht. Die beiden Lenas, sobald die Regeln etwas komplizierter werden. Ja, zugegeben, die Lenas haben lieber einmal mehr nachgefragt, wie die Spiele funktionieren. Und irgendwie hatte man das Gefühl, dass sie sich ganz schön viel Zeit lassen. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Uns schon. Kein Testschlag. Kein Testschlag. Von null auf nix. Und ich kann auch nicht mal hier mal kurz so rum. Oh, komm, Elton, jetzt stress nicht so. Ich muss leider tatsächlich auf Toilette. Ja, dann hopp. Kann ich ganz schnell laufen? Ich hasse Druck, so Zeitdruck. Das finde ich schrecklich. Schrecklich läuft es bei Topmodel Lena vor allem am Anfang. Beim Spiel Getränke erraten leidet sie an Geschmacksverirrung. Waldmeister enttarnt sie als, hä? Mandelmilch. Was? Mandelmilch? Und Tomatensaft wird kurzerhand ausgespuckt. Was? Das ist Tomatensaft. Tomaten. Es sieht nicht gut aus für Lena G., wie sie an diesem Abend liebevoll genannt wird. Erst nach 5 Spielen kann sie die ersten Punkte beim Scruiser-Fahren abstauben. Da hängt sie sich endlich voll rein. Jetzt kommt das erste Wissensspiel des Abends. Die Ladies sind ja eigentlich nicht auf den Mund gefallen. Doch plötzlich ist davon nichts mehr übrig. Bei Blamieren oder Kassieren sind die zwei Lenas auf einmal ganz schön kleinlaut. Ja, welcher Schauspieler aus Fast and the Furious hat einen Namen, der wie ein Verbrennungsmotor klingt? Na? Ich habe noch nicht einen einzigen von den Filmen geguckt. Herr Benzin wird er ja nicht heißen. Gott, wie unangenehm. Ach, scheiße. Oh, es ist so unangenehm alles. Mädels, der heißt Vin Diesel. Hat die das jetzt wirklich nicht verstanden? Oder wenn man so in leere Gesichter guckt, in die leeren Augen? Und dann passiert das, womit eigentlich niemand mehr gerechnet hätte. Lena Gerke kämpft sich zurück und holt auf, nachdem Lena Meyer-Landrut mit 35 Punkten weit vorne liegt. Trotzdem kommt es um 1.45 Uhr zum Matchballspiel für Lena Meyer-Landrut. Und siehe da, Lena Gerke gewinnt das Spiel. Wer ist das? Und es kommt tatsächlich zum allerletzten entscheidenden Spiel. Wer das für sich entscheidet, geht als Schlag den Starsieger nach Hause. Was ist ein Horror? Wer hat nach 6 Stunden hartem Kampf das ruhigere Händchen und bringt den Holzturm nicht zum Einstürzen? Eine Zitterpartie bis zur letzten Sekunde. Hey. Lena Meyer-Landrut geht als Abräumerin des Abends mit 11 gewonnenen Spielen und 100.000 Euro mehr auf dem Konto nach Hause.